Gold, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Ist doch bestimmt ein Lockvogel. Behalte den hier im Auge. Er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Shergar. Ich heiße Shergar. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Mhm. Bruder Shergar, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du musst uns zu Tedmund bringen. Es gibt nur einen Weg. Vielleicht sollte ich dich töten. Du kannst noch nützlich sein, Shergar. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hrufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hrufeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Wir nehmen ihn mit. Ich nehme ihn lieber mit. Ich glaube, der Bischof wird ihn töten. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Okay, Volke Dingensbummens, das ist mir gerade egal, weil wir haben den ja noch in der Nähe. Sühnen, leite mich. Die Vorzüge Tedmund zu seinen Schwinden rasch. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Elver, hier geblieben. Sind ja. Ist weg, okay. Dann halt nett. Wahrscheinlich ich das Rätsel nicht löse. Ich da nicht weiter. Wo ist denn der Typ da drüben? Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspielen? Na komm. Du kannst doch aufsteigen, mein Freund. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab.
Ihr habt unsere Leute ermordet! Männer, Frauen, Kinder! Die uns helfen? Hört auf zu kläffen, ihr Hunde! Ihr seid nun Sklaven Kents! Tan Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hoffeskester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hoffeskester? Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und eine Dänin? Ich bin hier, um dem Tan zu helfen. Du musst dich irren. Ich bin hier, um deinen Tan bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer, Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Wenn er das so stoppen würde, würde er selbst kommen, wäre ein richtig guter Schauspieler. Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Nein. Ja, beeilt euch, Männer! Warme Schinkel und Ale warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Ihr habt Tedmunds Befehl gehört! Sind jetzt alle weg, ne? Festgebunden, die Tiere. Ich muss sie befreien. Okay, mit der da kann ich reden. Hätten wir jetzt den Tedmund nicht mitgenommen, den Falschen? Boah, hätten wir jetzt echt kämpfen müssen. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts, doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf, mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut, das gibt uns Zeit zum Trinken. Party. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben,
Alles Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich... Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Asim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Hast du darüber schon ein bisschen leid? Mann. Er hat mir alles genommen. Alles. Ich weiß ja, dass das eine sehr, harte sehr Nuss Frucht gibt und es seine eigenen Pläne von bereiten wir uns vor. So, wo muss ich denn jetzt hin? Tötet die Raubtiere, sind wahrscheinlich wieder Wölfe oder so. So, das machen wir weg. Ich muss da rüber. Die Straße da drüben, okay. Ist das nicht, wo man beim letzten Mal langfahren konnte, wo ich dann außen rum bin? Ja, ne? Das ist doch die Burg. Jetzt ist meine Frage, der dische Hund. Rennt doch jetzt bestimmt da hinten rum. Komm. Alter, ist der Hund schwer. Sie sind jetzt kaputt gegangen. Zack. Da komme ich doch durch. Oder wäre da vielleicht dann so hinten rumgelaufen? Ich darf ja nicht erwischt werden. Oh, noch schlimmer. Ich gehe mal von der anderen Seite.
ist einer, da ist einer, da muss ich hin. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Ich brauche schon Schlüssel für... Irgendwer hat einen Schlüssel. Sagen, wir haben ja die Hunde drauf. Schön hast du. Ich liebe Eivor. Na, ich wollte mich gerade sagen, weil der Hund kämpft jetzt nicht mehr richtig weiter. Da ist der Schlüssel. Gemeinsam! Glaube ja nicht, dass du das überlebst. Ey, mich greifen die Hunde an. Ich will die Hunde nicht töten. Sorry, mein Freund, du bist leider, du nervst. Hey. Wo ist denn der? Hier vorne. Nee, guck mal, ich hätte einfach da hochklettern können. Ach nö. Gibt es jetzt hier was zu holen für mich auf der Ebene? Nein. Perfekt. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Hm.
Erfolg nicht verfügbar, willst du mich verarschen? Du stehst genau davor. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxel zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Ich bin bereit. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. Nicht platt kriegen, Leute. Gleich gibt es nach! So, weiter geht's. Los, werfen wir die Thank you.
dachte, es funktioniert vielleicht. Ich habe schon überhaupt zack. Ey, boah, wo mit dir? Komm, push. Ich habe einen Pfeil im Fuß. Das überlebst du nicht. Solange ich nicht brenne, ist alles gut. Pfeil im Fuß, ich glaube, der wird uns noch ein bisschen begleiten. Dass wir damals mal den Pfeil in der Hand hatten. Hä? Okay, wie das hier ganz. Oh, hi! Jetzt töte ich dich, als dass ich dir diese Fesseln überlasse! Ach ja? Ich spähe dich nicht! Der sieht aus wie der Typ, den wir da erst gefangen hatten. Ich habe auch schon mal zwischendurch überlegt, ob ich die
die Schwierigkeitsstufe ein bisschen hochstelle, dadurch, dass ich ein bisschen overpowered bin. Ihr wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tan Tedmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter! Ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden! Eher sterbe ich! Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert. Gepriesen sei Gott. Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Ton Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Bleib ruhig. Sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin dir die Kehle aufschlitzt. Ah! Nicht so grob, Heide! Pass auf, wie du mich anpackst! Ja. Da hängt! Oh, Jesus, Santia! Das hat nichts mit dir zu Alter. Tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore, Santia, und tötest meine mein Männer Herz. Nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Meine Genug. Liebe, meine Liebe. Sonst gebe ich dich den Sachsen. Oh, es war wieder der passende Moment. Ich bin durch irgendwas durchgeritten. Ich dachte noch so, was ist das? Und auf einmal geht das los. Oh. Da! Ihr dort! Heiden! Lasst diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf diese Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christus-Sklave. 20 Truhen Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Ja. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, also den ich recht... so ein bisschen Adrenalin rein. ...recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Oh, nicht so viel Dings spammen. Ich brauche... Emotes. Ich glaube, es gehen nur maximal 3. Ich bin mir ich nicht ganz sicher. Luft. Ja, muss... Und nicht so viel nacheinander. Wo kriegt dein Herzinfarkt? Oh, nö. Flupp, tot. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den Nightbot drin. Ich habe zwar auf den Modus eingestellt und ich glaube, vielleicht hast du zu viel nacheinander gemacht. Nein. Weil da steht 6 lang, ich habe deinen Moderator gelöscht. Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Oh Mann, das Elfred kann ich wird einen anderen wählen und nee, das ist ausgestellt. Bei allen Heiligen! Ich weiß nicht, soll ich weiß das nicht, ob ich es drin hatte. Wir gingen den Weg ich glaub, bis zum Ende, ich habe das auch nie Kühnebert. Aktiviert bei Stream ich Element. Gefallen, ich bin mir nicht sicher, weil da gab es mich dann auch irgendwo ein Team da drin. Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Nee, oh, geht leider ich brauche nicht. Einen Tag. Da ist der Nightbot leider ganz, meine ganz streng. Und ich werde... Oh je. Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Kann ich das einsehen? Nee. Oh, Pfeile hat er mit. Danke. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt.
Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus Westsaxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. Hier darf mich niemand sehen. Dann hauen wir jetzt auch mal ganz schnell ab. Aber hier gibt's doch bestimmt noch was, wenn wir gerade hier sind. Nee, komm. Fertigkeitenpunkte habe ich denn jetzt eigentlich 4er. Ich hatte ja gesagt, ich will dieses Adrenalin da haben. Hä? Ich wollte ja schon sagen, muss ich jetzt von der anderen Seite ran? Oh, das wär's jetzt gewesen. So, dann haben wir noch das. Ach, schade, 6er. Jetzt habe ich eigentlich alles, was ich wollte. Was haben wir denn hier? Letzte Rettung. Zähne zusammenbeißen. Was drücke, hä? Was? Oh, das ist ja cool. Automatisch Waffen aufheben. Ich probiere das mal aus. Das ist schade, weil ich Sully Hype gemacht habe und es wirkt nur dann, wenn es mehrere hintereinander sind. Ja, ich glaube, der Nightbot ist ganz, ganz böse drüber, wenn man zu viel spammt. Ich könnte nächstes Mal gucken, ob ich das nochmal umstellen kann. Aber ich glaube, aktuell ist er eingestellt, glaube maximal 3 Emojis. Ich müsste gerade echt gucken. So, das haben wir neu. Ist noch was neu? Oh, vielleicht kann ich das nochmal ausstellen. Mal gucken. Was ist denn der Kerl? Das ist das Kloster? Ach, da ist der hinten. Okay. Oh, ich freue mich dann schon, wenn wir das Kloster einnehmen. Oh, wird es spannend. Dann können wir nämlich das Dorf weiter ausbauen, weil... Oh, jetzt ist es ja wirklich ein Dorf inzwischen. Ja, so. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Dein Schicksal wartet schon. Das leitet mit seinem Pferd über die Brücke. Ich hoffe, wir müssen jetzt den Mann Gottes nicht umbringen. Da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Komm. Achso, hier war noch ein Stück Weg, das habe ich jetzt gerade mitgekriegt. Okay, muss doch so lang.
dann da ist er. Hier ist es zu still. Wo sind die Brüder? Oder die Männer des Abts? Was sie, mein Freund? Hast du die etwa erledigt?